So. Servus, Leute. Gestern Abend noch, kleines Update, war natürlich eine ganze Straße gesperrt, was nicht auf Google eingezeichnet war. Mussten wir außen rumlaufen. Dann sind wir hier in den Wald und hier können links oder geradeaus, also geradeaus, und hier ist es überall kacke zu laufen. Und jetzt gehen wir davor zur University, gucken, dass wir da ein Zimmer finden, weil nochmal draußen schlafen. Also ich kann echt nicht mehr drum. Also mein Fuß, also ich weiß nicht, was das ist. Ich dachte, dass da irgendwie so drei Glassplitter in den Rhein gebohrt sind oder sowas gestern Abend. Jetzt ist es zum Glück besser, aber die Frage ist halt, wie lange, ne? Ach ja, und was noch ist, Google hat uns hier durch den Wald einfach wirklich durch so einen Farmpfad geleitet, wo eigentlich gar kein Weg war, was richtig kacke war. Da ich ja irgendwie am Arm irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, irgendwie verletzt, wo ich nichts sehen kann, ist auch wieder dubios. Ist auf jeden Fall bisher wieder einiges passiert, ne? Nach einer Scheißwälder hier in den Niederlanden. Und jetzt ist auf jeden Fall Fakt. Also erstens, gute Nachricht, mir geht's ein Stück weit besser. Meine Halsschmerzen sind noch da. Mein Fuß tut auch noch weh, aber mein Kopfdrücken ist weg. Mein Kopfdrücken. Stabil. Ja. Und jetzt ist auf jeden Fall für heute der Plan, ich weiß nicht, inwieweit ich das jetzt schon gestern erzählt habe, dass wir halt wirklich in dieses Studentenviertel hinsetzen und gucken, dass wir da irgendwie für zwei Nächte bei irgendjemandem pennen können. Weil einerseits ist draußen gerade echt schwer, sagen wir mal, schwer. Und zweitens ist auch so, dass irgendwie uns beiden was fehlt oder sowas. Oder irgendwie so den Kontakt zu anderen Leuten. Es ist halt immer laufen, laufen, laufen. Es ist alles schwer und anstrengend. Aber es ist noch nicht richtig episch. Wir wollen, dass es episch wird. So, wir gehen jetzt hier weiter. Hier ist ein Daimler. Aber wir gehen jetzt hier weiter Richtung Innenstadt. Torben hat auf jeden Fall die Kartonage. Kartonage schon. Und dann wird das Ganze jedenfalls optimal. Okay, es sieht auf jeden Fall schön gedeckt hier aus. Ja. Ja. War schön dekoriert. Ja. Du wirst sogar willkommen geheißen. Ja. Nicht schlecht. Ja. Also man sieht sich im nächsten Clip. Ich weiß gar nicht, wo der letzte Clip jetzt war. Wir sind jetzt auf jeden Fall zu einem Campus hingelaufen mit unserem Pappschild. Haben noch was gegessen davor bei Albert Heijn und wollten das dann dort schreiben. Und währenddessen hat schon so ein Professor uns gefragt nach was wir denn machen und Libla, Talara, und dann sind wir mit ganz vielen unterschiedlichen Professoren unterhalten. Auf jeden Fall sitzen wir jetzt hier so im Campus, laden unsere Sachen auf. Hier gibt es sogar Duschen, die wir jetzt benutzen können. Und der eine hat irgendwie einen Kumpel in Antwerpen, wo der heute hingeht, und der hat einen Garten und da können wir vielleicht mitkommen oder so. Das heißt, das ist jetzt der Plan. Das heißt, es hat sich crazy geändert. Ich habe nur gesagt, heute wird wahrscheinlich viel G-Glück sein und sieht auch so aus. Sieht auch so aus, dass wir heute Glück haben. Jetzt auch gutes Internet. Auf jeden Fall perfekt. So, also nochmal ein kleines Update. Das mit dem Garten wird nichts, aber wir stellen uns einfach in den Park und gucken, wie es dann wird, solange wir jetzt hier duschen können. Alles gut. Wisst ihr, was so weh tut? Ist das hier. Ups, sieht's nicht? Hier, diese rote Stelle. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist. Wenn ihr eine Ahnung habt, gerne in die Kommentare schreiben. Es tut so weh, das ist wie, als wäre das da gerissen oder so. Da oben die Blase, überhaupt gar kein Problem, aber das da. Versuch mal drauf, das ist Active Track. Ich wollte eigentlich, dass es fokussiert. Mal auf. Fokussier mal das da. Ah, wenn jemand weiß, was das ist, dann bitte mitteilen. Aber wir konnten jetzt hier duschen zum Glück und konnten andere
konnten Zähne putzen, Sachen aufladen, Sachen hochladen, Value. Also, wir haben uns draußen hingesetzt mit dem Schild, ist Gesichtsverfolgung, sorry Torben, haben uns da hingestellt mit dem Schild und haben wirklich da auch 2 Stunden gesessen oder 1,5 Stunden haben wir gesessen. Ne? Zuerst haben wir 1,5 Stunde im Spot gesessen, dann hat das so ein Obdachloser gesagt, wir sollen uns lieber umsetzen. Dann haben wir uns umgesetzt und dann sind wir da 1 Stunde gesessen, kamen irgendwie so Frauen vorbei, die gesagt haben, ja, vielleicht kannst du da übernachten oder sowas, aber das hat dann auch irgendwie nicht geklappt. Und dann kam noch ein ganz komischer Typ mit dem Fahrrad daher. Das musst du ja auch umheben. Ups, jetzt hat mein Gesicht verloren. Ja, der hat irgendwie so... Der hat eigentlich perfektes Deutsch geredet und hat immer so gefragt, also ganz komische Fragen gestellt über Fußball, ob wir denn den Trainer vom VfB Stuttgart von 1980 kennen und warum wir den nicht kennen und hat gefragt, ob wir den Ministerpräsidenten von Niederlande kennen und dass man den ja kennen müsste, wenn wir hier auf die Reise gehen und so ganz komische Sachen. Der hat gar nicht geglaubt, was wir hier machen. Und die haben auch alle gesagt, impossible to find someone in Breda. Ja. Und we found someone. We found ein Kunststudent, ein typischer Kunststudent. Ja, typischer Kunststudent. Und der wohnt, also ist so ein typischer Kunststudent und der wohnt mit einer zusammen, die ist richtig Party. Ja. Die ist jetzt auch, die war kurz da und geht jetzt auch direkt wieder los und macht Party. Und wir machen jetzt auch noch Party, ne? Wir schleppen jetzt ab, ne? Ja, voll. In unter 2 Stunden ist die Challenge. Ich mache gar nichts mehr mit meinem rechten Fuß. Ich mache nichts mehr mit meinem linken. Vielleicht sollten wir mal tauschen, dass einer von uns einfach da bleibt und der andere Party machen kann. Ja. Okay, also es hat auf jeden Fall geklappt. Chill-Taktik. Wir haben gestern Abend, zu dem Zeitpunkt haben wir gestern Abend gesagt, wir müssen was ändern. Und wir haben heute so viele Interactions gehabt, wie sonst noch nicht. Wir haben was geändert, Leute. Ja, vor allem das Lustige ist, wir sind gerade von dem Platz weggelaufen, ja, wollten uns umsetzen und dann ist der uns hinterhergegangen. Ja. Oder hat uns halt, ja, gebrochen. It's always when you give up, always when you lose hope, continue on, stay brave, stay wild. Ne, das sind nicht unsere Worte, ne? Ne, okay. Wir haben den Übergang vergessen. Ach ja, mach jetzt den Witz, den Übergang. Also, ist auf jeden Fall ein sicker Platz hier. Torben labert gerade irgendeine Kacke. Das ist Google-Auto gerade, glaube ich, vorbeigefahren. Das heißt, wir sind offiziell auf dem Google-Auto. Hoffentlich. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar gute Schnitzel gesehen. Ja, die Aussage lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ja, gehen wir mal gleich um die Ecke. Live-Verfolgung. Torben, was ist deine Meinung bisher? Mein Chi hatte gesagt, das würde sehr großes... Dass wir sehr großes Glück haben werden. Und hatten wir heute sehr großes Glück. Das Chi war aber am Anfang. Das heißt, das war also nicht auch... Hä? Das hat gestern Abend schon gesagt, dass morgen ein richtig guter Tag wird. Du hast ja gesagt, am Anfang ist es immer noch sehr ungenau. Ja, aber gestern Abend war es ja komplett leer, deswegen konntest du einfach für morgen vorhersehen. Du musst auch mich filmen, eigentlich ist es mein Channel. Aber ich filme die ganze Zeit dich auf meinem Channel. Du musst halt dieses Ding dort wisch mal runter. Umdrehen? Ja. Dreh mal. Boah, so funktioniert das. What? Ja. Okay. Boah. Ich soll ja eigentlich die Kirche filmen und das mache ich jetzt einfach mal. Ups, ist noch im falschen Modus. Viele wussten noch nicht, aber wir sind schon in Paris und sehen hier die Restbauten der Notre Dame. Also sieht wirklich cool aus. Das ist natürlich genau wieder von einem Ding verdeckt. Da 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 da. Das könnte irgendwie so ein Nachtfilter von Nikon Profilbild sein, weißt du, was ich meine? Das ist mal wieder die Netherlands, the Dutch Aesthetic. Boah, das war viel zu übertrieben. Ich mach's mit deiner linken Hand, Junge. Boah, ist das schon wieder übertrieben gewesen. Ja, wir machen den Übergang, okay? Warte, wir machen den Übergang genau jetzt einfach, okay? Wir machen den Übergang mitten im Video, im Clip drinne. Moin, moin. Das ist mal wieder richtige Ästhetik. Habe ich schon Ästhetik gesagt? Guck mal zum Turmtorben. Richtige Ästhetik. Alle reden über Lebensmittelinflation, aber die Betten hier, da gibt es keins, was nicht mindestens 7.000 Euro kostet, gefühlt. Also das ist mal... Torben, was rechtfertigt solche Preise? Da gibt es auch Slappen. Slappen? Daran liegt es. Klar. Auch nicht echte Birkenstocks. Oh.
Holy moly, is that a holy moly? Ich habe schon gerade, Thorman hat auch schon gesagt, richtig crazy Läden gibt's hier überall mit solchen Figurines. Es sieht dann aus wie ein Mix aus Mad Max und Alien. Da, diese Dinger da. Ups, ist viel zu hoch. Wieder. So, wir haben jetzt hier 3 Drinks. Nummer 1, Nummer 2, Thorm hat Nummer 3. Wir wollten eigentlich nur 2, aber es sind halt 3 draus geworden wegen dem Lärm. Ja. Und jetzt haben wir natürlich auch kein Mädel, das jetzt hier sitzt. Na, das wäre jetzt natürlich. Oder ein Bub für dich, ne? So, willkommen zum betrunkenen Vlog. Ja, betrunken. Angeschwipst vielleicht. Das Problem ist, wir haben es seit, also ich habe zumindest seit 3 oder 4 Wochen kein einzigen Alkohol. Kein einzigen Alkohol mehr getrunken. Jetzt haben wir dieses Ding hier eine Viertelstunde leer getrunken oder 10 Minuten. Man spürt es ein wenig. Aber wir müssen uns ja irgendwie ranwagen, wenn wir irgendwie feiern gehen wollen oder so. Müssen wir ein bisschen was vertragen. Zum Glück haben wir auch den dritten Drink hier weitergegeben. Ja. Ne? Also. Mein ursprünglicher Plan war, beide zu trinken, aber. Das hat er dann ganz schnell aufgegeben. Torben hat hier gerade schon von den Babyhühnern erzählt. Ja. Küken. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt da zurück. Ich beende den Vlog für heute. Für morgen. Ne, für morgen werde ich nicht. Also, ich bin für heute. Ja. Also, findet ein gutes Ende heute. Deutlich froher, mein Fuß tut zwar weh, aber Jache. Jache wie Hose.